Mein Name ist Deborah Zinser, ich bin 59 Jahre alt und Inhaberin der Firma Heidolf. Wir beschäftigen uns sehr, sehr intensiv mit neuen Technologien. Was bedeutet das für unsere Anwender? Verändern sich deren Prozesse? Was bedeutet das für unsere Geräte? Müssen sich unsere Geräte verändern, verbessern, total neu werden? Wir entwickeln mit unseren Kunden zusammen Produkte. Das läuft konkret so ab, dass wir einen Stamm von Kunden haben, mit denen wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Das können Forscher in der Industrie sein oder Forscher an den Universitäten. Wir haben da einen Kreis, mit dem wir eben sehr eng zusammenarbeiten. Und dann ist Zuhören, Hinschauen, Wahrnehmen nach wie vor der Anfang. Es ist ein iterativer Prozess. Research Made Easy bedeutet für uns, dass der Kunde sich auf seine Arbeit konzentrieren kann und unser Gerät für ihn nur Arbeitsgerät ist, auf das er sich blind verlassen kann. Wenn denn dann mal was daneben läuft, weil auch das passiert, dann sind wir da für unseren Kunden. Wir haben kürzeste Zeiten, in denen er ein Ersatzgerät bekommt. Wir haben 24 Stunden Antwort-Policy bei uns im Haus, dass kein Kunde sich je alleingelassen fühlt von uns. Natürlich motiviert es mich, mit unseren Geräten einen Beitrag zur Forschung zu leisten. Wenn ich dann in einem Labor bin, wo ich höre, denen ist was Gutes gelungen und ich sehe, dass da unser Verdampfer mit dran beteiligt war oder ein Schüttelgerät von uns, dann bin ich begeistert.